Hallo liebe SKS-Freunde, heute zeige ich euch die Montage von unserem Blümels Primus. Lasst euch von der großen Verpackung nicht abschrecken. Nehmt erstmal alle Bestandteile heraus und wenn ihr sie dann vor euch liegen habt, seht ihr schon, dass das alles sehr übersichtlich ist. Schauen wir nun genauer hin. Für die beiden Streben habt ihr die entsprechenden Halterungen, die Schrauben und die Dämpfungsgummis. Dazu noch eine Halterung für den Gepäckträger, eine weitere für den hinteren Radschützer und verschiedene Schrauben. Wie montiere ich nun die Halterung an die Streben? Schaut immer darauf, dass das Wort Top nach oben zeigt. Ihr schiebt also die Kunststoffhalterung einfach auf dem Bügel auf. Schaut auch einmal in die Bedienungsanleitung. Ihr habt nun die kleinen Muttern und die entsprechenden Schrauben. Die Muttern setzt ihr von der Innenseite ein und die Schraube von der Außenseite. Zieht diese schon einmal leicht fest, damit die Kunststoffhalterung nicht mehr abfällt. Dann befestige ich auch gleich die Streben. Vergesst dabei das Dämpfungsgummi nicht. Nun die Gepäckträgerhalterung. Hier unten schiebt ihr später den Radschutz hinein. Zur Vorbereitung reicht es, wenn ihr oben die zwei schwarzen Stäbe einsetzt und die kleinen Schrauben festdreht. Diese letzte Halterung ist für die Brücke zwischen den Sitzstreben gedacht. Das zeige ich euch später. Ihr könnt sie einfach auf den hinteren Radschutz aufklippen und ihn dann somit befestigen. Dies ist mein Demobike und ich zeige euch jetzt genau, welche Anbindungspunkte wir für den Radschutz nutzen. Die Verschraubung des Rücklichtes, dann die Brücke zwischen den Sitzstreben und die Bohrung im Rahmen hinter dem Tretlager. Für die Streben haben wir theoretisch sogar zwei Anbindungspunkte. Wir beginnen mit der Anbringung an Gepäckträger. Für die Gepäckträgerhalterung schraubt ihr einfach die Muttern, die das Rücklicht halten, ab. Achtet darauf, dass die Halterung an sich so vormontiert ist, dass sie nicht von den schwarzen Stäbchen rutscht. Ihr schiebt sie dann auf die Schrauben des Rücklichtes auf und dreht die Muttern wieder auf. Bringt den Halter so an, dass er der natürlichen Krümmung des Radschutzes folgt. Wir machen nun mit der Befestigung hinter dem Tretlager weiter, denn hierfür haben wir schon ein Loch im Radschutz. Wählt eine passende Schraube aus dem Zubehör und eventuell auch Distanzscheiben. In meinem Falle hier ist der Rahmen so, dass ich einige Distanzscheiben dazwischen setzen muss. Nun schaue ich mir die Brücke zwischen den Sitzstreben an. Wenn ihr eine seitliche Bohrung habt, dann könnt ihr die entsprechende Halterung nutzen, einfach aufklippen und verschrauben. In meinem Falle kommt die Befestigung von oben. Das heißt, ich markiere mir die Stelle und bohre einfach ein Loch in den Radschutz. Rahmengeometrien sind immer extrem individuell. Wenn ihr feststellt, dass die Distanzscheiben aus dem Zubehör nicht ausreichen, fragt einfach euren Händler oder schaut im Internet. Wir beschäftigen uns nun mit der Anbringung der Streben. Theoretisch könnten wir die Anbindungsstelle des Gepäckträgers nutzen. Hier ist aber eine Strebe eben des Gepäckträgers im Weg. Daher nutze ich die Vorbohrung weiter unten. Die Anbringung der Streben sollte für die Gewährleistung der natürlichen Krümmung des Radschutzes zuletzt erfolgen und auch nur mit eingebautem Hinterrad. Ich stelle fest, dass die Streben zu lang sind. Ich muss sie also kürzen, dafür schraube ich die Kunststoffhalterung wieder ab. Die Streben könnt ihr auch mit eingebautem Hinterrad abmontieren. Drückt dabei den Clip einfach etwas auseinander. Danach spannt ihr die Streben ein und sägt einfach ein Stück ab. Letztlich baut ihr dann einfach alles wieder zusammen. Die Streben haben nun die korrekte Länge. Allerdings ist zwischen den Streben und dem Rahmen noch einiges an Platz. Sucht euch aus dem Zubehör die passenden Schrauben und die Distanzstücke und achtet darauf, dass auch dieser kleine silberne Ring, genannt Zahn- oder Fächerscheibe, auf jeden Fall mit dabei ist. Er sollte immer direkt am Rahmen anliegen, damit das Sicherheitssystem der Kunststoffhalterung auch funktioniert. Mehr dazu findet ihr unter dem Stichwort ESC-Vario-Stecker. Nun könnt ihr die Strebenlänge exakt einstellen. Wichtig ist, dass der Radschutz am Reifen nicht schleift. Achtet auch darauf, dass der Radschutz parallel zum Reifen ausgerichtet ist.
Zum Schluss zieht ihr dann die Schrauben der Kunststoffhalterung mit etwa 1,5 Newtonmeter fest. Nun kümmern wir uns um den vorderen Radschutz. Wir brauchen dafür zwei Anbringungspunkte und nutzen auf jeden Fall die Schraube in der Gabel. Ihr löst die Mutter und steckt das Blümel von hinten auf die Schraube. Dreht dann die Mutter erstmal lose wieder fest. Die Halterung vom vorderen Blümel lässt euch Spielraum, um den Radschutz höher oder tiefer zu befestigen. Ich muss hier auf jeden Fall so weit nach oben wie möglich. Dreht dann die Schraube wieder richtig fest. Als nächstes schauen wir nach den Streben. Ihr habt hier zwei mögliche Anbringungspunkte. Einmal ganz unten an der Gabel und einmal etwa auf der Hälfte. Ich nutze die Anbringung auf der Hälfte der Gabel. Drehe die vorhandene Schraube raus, suche mir aus dem Zubehör eine passende längere Schraube sowie ein Distanzstück und natürlich den silbernen Ring, genannt Zahn- oder Fächerscheibe, der den Radschutz richtig festhält. Dann schraube ich alles zusammen. Zuletzt schaue ich dann auch hier auf die Strebenlänge, dass der Radschutz nicht schleift, sowie auf die parallele Ausrichtung. Die Kunststoffhalterung dreht ihr dann mit 1,5 Newtonmeter fest.